Herzlich willkommen zur 279. Folge Workers and Resources Soviet Republic. Hier geht's jetzt rund. So. Wir nehmen jetzt die hier. Den hier raus. Wir nehmen die Signale hier raus. Wir nehmen den nochmal ganz kurz da raus. Da ein Schämen. Wir gucken mal, ob das jetzt so geht. Nein, geht's nicht. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir kriegen wir auch nicht hin. Warte mal, jetzt ist natürlich hier gerade völlige Panik. Ja, die machen nur so 25 Tonnen, ne? Zweimal 96 Tonnen ist nicht die Welt. Aber ich glaube, die kriegen das alles so hin. Wo bauen wir die Fracht? Also die Frachtverladung kennen. Das würde sich am ehesten anbieten hier. Ne, warte mal, sind denn die leise, ne? So und so. Und dann unter Umständen nur eine Straßenladungsstation. Kriegen wir da nicht mehr rein.
Die ganze Geschichte ist natürlich, dass die Strahlungsladung von der Straße in die Ladungsstation einmal da geht. Die da oben waren. Den. Achso, und den dann hab ich noch. Dann setzen wir die mich da rein. Boah, Alter! Leute! Macht man hier keinen. Okay, warte mal, jetzt muss man ganz kurz überlegen. Hier fehlt also ein bisschen Beton. Hier fehlt also ein bisschen Zement. Fehlt so allgemein so ein bisschen was. Ab und zu kommt hier mal so ein bisschen was reingeplätschert. Welcher ist jetzt zuerst fertig? Damit wir zumindest schon mal einschätzen können, was wir hier Mitarbeitern brauchen. Hier brauchen wir schon mal 200.
20, 20, 46. Okay, also die beiden Linken hier werden definitiv als erstes fertig, sobald wir dort eine ausreichende Menge an Beton bekommen. Och, das passt aber, ne? Also da kommen wir wieder ein bisschen Zement an. Die ziehen das Zement hier weg, ne? Pflanze fahren die weg. 30 haben wir so, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. So, 80. 180, 260. Du machst 80. Das heißt, wir brauchen auf der Kleidungslinie, auf der Kleidung 1. Definitiv nochmal 2. Dann 2 brauchen wir definitiv auch nochmal 2. Sonst kriegen wir hier oben zu wenig. So, wir brauchen hier geschlossene LKWs nach Gesamtkapazität. Das bist dann du. Ihr sorgt dafür. Da, 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 da. Beladen. Kleidung. Noch da. Entladen. Kleidung. Speicherprozentsatz 90. Dürft ihr alles rausholen. So, dann brauchen wir jetzt hier Verkaufschemikalien. Fahrzeuge. Die Linie kann dann eingestellt werden. Zwei neue Linien. Stoff 1. Chemikalienstoff 2.
Händler. So, verkaufe Chemikalien, habe ich gar nichts mehr jetzt hier. So, und hier. Können von mir starten, wobei wir so viele von euch gar nicht brauchen werden. Zwanzig Tonnen davon. Die kann fertig gemacht werden, die geht noch nicht. Die kann, die geht noch nicht. Geht. Fertig machen. Okay. Nahrung haben wir, Stoffe haben wir. Stoffe kann dann bald los. Keine Arbeitslosen. Zwei, 2,37 Tonnen Kleidung. Sehr schön. Haben wir Kleidung. So, wir geben im letzten Monat aus. Okay, es sind nur 13 Tonnen für Kleidung. 13.000. Insgesamt. Es ist aber 100.000. Bei 300.000 Verlust. Wow. Was liegt daran, dass wir jetzt hier mal ein bisschen was gekauft hatten? Aber es ist halt der nächste Punkt. Kleidung. EKZ1. Kleidung EKZ2. Warten bis beladen. Warten bis entladen. Warten bis beladen. Bis entladen.
Warum zum Geier? Chemikalien, Stufe 1. Ja, Chemikalien. Lächerlich. Kaufen, das gleiche Spielchen geschossener LKW, danke. Und Kleidung. Sollte eigentlich klappen, dass ihr hier eigentlich mehr als genug Chemikalien ranbekommt. Okay, mit 65 Tonnen fährst. Wie macht das dann? Wie siehst du hier unten aus? Es geht massiv runter. Bildern, Kleidung, wenn es über 50% ist, dann könnte es dann hier hochfahren. So, wir haben aber jetzt überall mehr als gut Mitarbeiter, ne? Ich sehe da zwei drin stehen, die auch auf Teilung. Und ich sehe da auch zwei Stück drin stehen. Das heißt, diesen Monat Import von Ressourcen keine Kleidung mehr da. Und letzten Monat sollte die dann auf null sind nicht.
Fleisch. Also das Fleisch ist jetzt unser größter Verbraucher sozusagen. Alkohol wäre auch so ein Pflanzending. Ab und zu von denen mal welche nach oben fahren würden. Ich glaube, das würde denen hier gar nicht mal so schaden, wenn die immer nur ein bisschen was holen. 33 Tonnen, wir sind bei 10,35%. Was? Wieso ist denn da keine Verbindung hin? Ihr habt doch da eine Verbindung hin. Habe ich verstanden? Vielen Dank. So, ist das gleiche Problem hier auch irgendwo? Ich hoffe, jetzt kannst du da rausfahren. Kannst du nicht, warum kannst du da jetzt nicht rausfahren? Jetzt kannst du rausfahren. Uhu. So, ihr dürft jetzt hier euren Kram auch bauen. So, Problem an der ganzen Geschichte ist, dort die Signale. Immer noch nicht fertig. 19%.
Das heißt, es wird auf jeden Fall mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich würde auch ganz schön. Bis zum nächsten Mal.